Jetzt geht's los. Genau. Mit dem ersten Spiel der Damen um Platz 3. Münster Mohawks gegen die Hamburg Warriors. Und wir gucken, wer den Beginn macht. Genau, gleich eine Ballgewinn. Okay, Akke Hübner zeigt an. Hamburg bekommt den Ball. Wir sehen, es war ein schöner Draw, hoch in die Mitte, nicht in eine Richtung besonders, deswegen war gleich hier so ein, gleich ein Kampf. Emma Mollenhauer mit dem Ball. Also die Hamburger von links nach rechts in weiß und die Münsteraner in den blauen Trikots von rechts nach links. Das ist die Perspektive der Kamera und wir sitzen quasi hinter der Kamera. Das ist auch die Perspektive von uns. Also Hamburg im Ballbesitz. Genau, erste Free Position für Hamburg. Das heißt, ein sogenannter Elfmeter, wenn wir es mal ins Fußballdeutsch übersetzen. Emma wurde gefoult, als sie in die Elf zum Tor zugegangen ist, hat den Pfiff bekommen und jetzt ihre Chance für das 1:0. Und nach 30 Sekunden, da ist der erste Treffer. Das ist ein Auftakt nach Maß für die Hamburg Warriors und Sie hören es, die Stimmung hier der Hamburgerinnen, Wahnsinn, so ein Auftakt nach 30 Sekunden. Wunderschön. Emma ist auch jemand, die ist quasi von Kindesbeinen im Verein, also sie hat lange in der Jugend gespielt, war da auch Leistungsträgerin und ist jetzt auch in den Damen, obwohl sie noch so jung ist, ein großer Teil der Mannschaft. Und genau. Ich freue mich, dass halt in Hamburg funktioniert total gut die Jugendarbeit. Also die Jungs und Mädels kommen so früh in den Verein und bleiben auch einfach lange. Deswegen haben wir da auch genauso eine Sicherheit wie auf der anderen Seite bei Münster. Aber dennoch hier mit dem tollen Auftakt nach 30 Sekunden. Wahnsinn. 1:0 für die Hamburgerinnen. Jetzt ist die Frage, wie reagieren die Münsteranerinnen? Wie reagieren denn? Kommt jetzt gleich eventuell der Ausgleich? Dass Jana von Beschwitz schießt. Ah, toller Save von Britta Goldenstein. Die ist auch eine sehr erfahrene Torwartin. Nationalmannschaftserfahrung, sehr entspannt, eine sehr aktive Torwartin. Das hat man beim Lacrosse, ist tatsächlich oft noch so, dass die Torwartinnen sehr in ihrem Crease, also im Kreis ums Tor, kleben bleiben und sie ist jemand, die ist überall auf dem Feld. Also zumindest da, wo sie hin darf. Sie darf nicht bis zur zweiten Restraining Line. Aber sie nutzt die Räume, die sie hat, nutzt sie gekonnt aus. Genau, Emma heute sehr, schon sehr sichtbar in diesem Spiel. Jetzt haben wir gerade noch mal die Worte von Maximilian Strunk gehört. Das ist der Trainer der Münsteranerin, der Possession ruft dann noch mal der Mannschaft die Taktik-Kniffs mitgibt. Mhm. Ja. Vielleicht für die Leute, die nicht so oft Lacrosse jetzt gucken und uns zugeschaltet sind. Possession, erklär mal ganz kurz. Na, beim Lacrosse ist halt so, es gibt viele schnelle Angriffe, aber es gibt auch Angriffe, die auf Ballbesitz gehen. Also das meint Max, wenn er von Possession redet. Und Münster, wir haben ja am Anfang schon gesagt, ein sehr sicheres Team. Was sie wirklich viel machen, da haben wir einen Pfiff. Eine Free Position für Hamburg wieder. Was Münster viel macht, ist wirklich viele schnelle, harte Pässe zu spielen und einfach so lange auszuharren und wirklich, also das ist auch ein Talent, wirklich nicht unruhig zu werden und bis auf den richtigen Moment zu warten. Und jetzt ganz bitter für die Münsteranerin. Das ist das 2:0 und wir haben gespielt 2,5 Minuten. Also das ist wirklich ein Auftakt nach Maß für die Hamburgerin. Ja, Torschützin war Jennifer Kahle, Nummer 15. Auch eine junge Spielerin, die seit der Jugend da ist, jetzt auch U19 spielen wird in Schottland. Was machen sie jetzt in der Anfangsphase besonders gut, die Hamburgerin? Naja, was sie halt machen, ist, sie nehmen es halt auf jeden Fall, sie nehmen das Spiel auf jeden Fall nicht zu locker. Also sie sehen Münster als gleichwertigen Gegner und machen halt unheimlich viel Druck nach vorne. Also so, was man aber sieht, ist zum Beispiel, dass sie viele Einzelspielerinnen Druck machen in die Elf gehen und auch sehr viele Fouls ziehen. Wir haben ja gesehen, die beiden Tore sind jetzt aus Free Positions entstanden, nicht aus Passspielen. Aber die musste natürlich im Lacrosse auch erstmal erzwingen, die Free Positions. Richtig, richtig. Und dann auch verwandeln und das haben sie gemacht und so steht es nach 3 gespielten Minuten hier 2:0 für die Hamburgerinnen. Genau. Der absolute Wahnsinnsauftakt. Und wir sehen Antonia Gabe wieder eine Free Position, diesmal nicht auf der 11, sondern ein bisschen weiter dahinter, aber eigentlich, die kann sich überall durchwurschteln. Das sehen wir jetzt mit der Nummer 18. Kommt zu Fall. Genau, zu viele. Das macht Münster total toll, dass sie einfach wirklich, wenn der Ball gefährlich wird, wie Magneten auf die Spielerinnen zugehen und sie verteidigen und eng am Körper verteidigen, sodass sie kaum Möglichkeiten hat, überhaupt noch wegzupassen, den Ball aus der Gefahrenzone weg.
Ich erwarte auch, dass da noch viel mehr kommt von Münster. Die werden noch viel mehr Druck nach vorne machen. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch viel Zeit. Die zwei Tore sind natürlich ein guter Beginn für die Hamburgerinnen, geben auch ein Stück Sicherheit. Tolle Interception, also toll unterbrochen den Ball von Heike Brotmann. Aber Münster bleibt dran. Genau, Ruhe wird jetzt hier gerufen von der Münsterbank. Dass man da auch wieder zum Spielaufbau kommt und vielleicht dann den ersten Abschluss auch sucht. Jetzt vielleicht die Chance. Da kommt der Pfiff. Und da kam kein Pfiff, der kam vom anderen Feld. Sorry. Genau, Maximilian ruft auch ruhiger. Wir sehen, die gehen viel mehr auf Pässe, auf Ballsicherheit. Jetzt Judith van Öpen mit dem Pass. Die Kapitänin sehr sicher am Schläger. Aber Jana von Beschwitz auch. Tolle Saison gespielt, Jana von Beschwitz. Mhm. Tolle Playoff-Season hingelegt. Da kommt der Zug zum Tor und die Flagge ist oben. Das heißt, sie wurde gefoult, hat aber Possession, also hat weiterhin den Ball behalten. Und sie bekommt am Ort des ersten Fouls ihre Full Possession. Okay, jetzt sehen wir die erste Free Position auf der Seite für Münster. Mit Nora Ulrich jetzt im Ballbesitz. Und mal gucken, ob sie hier den Anschlusstreffer erzielen kann. Jubel auf der Münsterbank. Das geht gut los. 3 Tore innerhalb von 5 Minuten. Die Hamburgerinnen führen immer noch 2-1. Aber Münster ist dran und wir drehen uns jetzt mal und blicken zum Männerspiel. Dort steht es zwischen Köln und Hamburg noch 0-0. Jetzt Köln gerade im Ballbesitz und die Chance, hier die Hamburger in Rückstand zu bringen. Aber ganz klasse gehalten vom Goalie der Hamburger. So bleibt es erstmal beim 0-0. Doch natürlich viel mehr Tempo, viel mehr Körpereinsatz. Aber wir wissen es, die Regeln lassen es beim Damenlacrosse nicht zu, diesen robusten Körpereinsatz wie bei den Männern zuzulassen. Und wir haben ja auch noch dann das Männerfinale bei uns heute Nachmittag live im Programm. Auch ein absoluter Knaller, die beiden Finalspiele. Zweimal München mit dabei. Bei den Damen haben wir Hannover und bei den Männern noch Stuttgart als Finalteilnehmer. Darauf freuen wir uns natürlich sehr. Jetzt aber erstmal hier das Spiel wieder, Platz 3. Wir sind bei den Münsteranerinnen, die im Ballbesitz sind, aber da kriegen sie die Gummikugel doch noch unter Kontrolle und wieder Nora Ulrich, die eben das 2-1 geschossen hat. Jetzt weiß aber nicht so recht, wo sie hinspielen soll. Genau. Und da kommt wieder die nächste Möglichkeit. Toll. Toll vorbereitet von Judith van Öpen. Das Tor kommt von Alessia Schöder-Berschin. Ja, man muss auch sagen, es geht viel zu einfach jetzt in der Defense von Hamburg. Ja, die spielen eine Zone, Hamburg, das machen nicht viele Teams. Normalerweise wird Frau-Frau verteidigt, oder Mann-Mann, wie man eigentlich klassischerweise sagt, aber wir sind ja nur noch Frauen. Und die Stärke dieser Zone ist halt, dass jeder seinen Kompetenzbereich quasi hat innerhalb der Verteidigung und dadurch auch schnell zumachen kann. Aber dadurch ergeben sich halt in so Fast-Break-Situationen oder in so schnellen Pass-Situationen, wie wir sie gerade hatten, von Nora, Judith und dann halt Alessia, dass zu schnell die Lücken einfach nicht schnell genug geschlossen werden. Und somit steht es hier nach noch nicht mal 6 gespielten Minuten, liebe Freunde, ich sag das nochmal, noch nicht mal 6 gespielten Minuten, 2-2, 4 Tore schon beim Damenspiel um Platz 3 und Hamburg wieder im Ballbesitz und wir wissen, es kann wieder gefährlich werden. Die machen es jetzt auch ein bisschen ruhiger, sehen wir Aileen sehr weit draußen, jetzt mal mit dem Zug zum Tor, aber geht wieder raus, Münster steht gut, jetzt wäre knapp, versucht es auch mal. Aber der Ball beim Torwart. Jetzt sehen wir ihn clear, also der Torwart versucht den weiten Ball nach außen zu spielen, also wie beim Fußball einen Abstoß zu machen. Er war relativ knapp, aber Judith hat ihn unter Kontrolle. Und jetzt kann der nächste Angriff. Tolle Interception von Gabriel White. Genau. Ist übrigens auch Fun Fact, das ist die Frau des Männertrainers bei Hamburg. Seit 3-4 Jahren verheiratet. Auch auf jeden Fall so ein bisschen die Anführerin der Defense. Im Sinne von, dass sie eigentlich den meisten Überblick hat und die Ansagen macht. Aber was du damit sagen wolltest, die Lacrosse-Gemeinde kennt sich. Ja. Innig und sehr auswendig. Genau. Genau. Nina Limburg bekommt da den Ball. Ich nehme an, weil Aileen Eggers zu viel Druck gemacht hat, geschubst hat, gepusht.
Und jetzt die Chance für die frische Abiturientin. Gestern Nacht aus Münster gekommen mit einem 1-3 Abi in der Tasche. Das muss doch Mut machen. Und Maximilian Strunk, wir haben ja eben mit dem Trainer vorab gesprochen, der hat gesagt, das hat der Mannschaft auch nochmal so einen Push gegeben. Wenn dann so eine Spielerin kommt, auch U19-Nationalmannschaft, eine Leistungsträgerin, gestern nicht dabei und heute, kann sie auch den Unterschied machen. Auf jeden Fall, sie ist ja auch frisch, also gestern ja nicht gespielt, entsprechend frisch sind die Beine und entsprechend wahrscheinlich durch ihr Abi auch noch ein bisschen beflügelt. Ne? Da kommt ein toller Cut von Nina, gerade wo wir von ihr reden. Sehr sicher, also das, was ich am Anfang meinte, die können auch unter Druck toll die Bälle fangen, die spielen auch unter Druck diese engen Pässe. Und da kommt der Schuss leider ein bisschen abgefälscht durch die Defense. Ritter Goldenstein sehr entspannt, sehr flach und sehr weit kann die passen, was natürlich schnell den Ball weit nach vorne bringt. Jetzt sehen wir viel schon Laufarbeit erspart auch. Wieder das Umschaltspiel hier der Hamburgerin. Da kommt der Ball in die Mitte. Und Foul von Christina Ohlmeier. Zu harte Defense. Ich nehme an, dass sie halt auch gepusht hat, als Antonia den Ball bekommen hat. Und wir sehen die nächste Free Position. Nächste Free Position für Hamburg. Hamburg noch im Ballbesitz. Und dann für Sie der Hinweis. Wir blicken nochmal in unserem Rücken. Dort steht es 1-0 im Spiel um Platz 3 für die Hamburger Herren gegen Köln. Den Treffer haben wir leider nicht mit live drauf gehabt. Wo kann ich Ihnen den Torschützen, wenn dann höchstens nachreichen? Wir recherchieren das. Aber für Sie jetzt erstmal der Stand 1-0. Führen da die Hamburger gegen die Kölner im Spiel um Platz 3 bei den Männern. Bei den Frauen wirklich in den ersten 10 Minuten ein ausgeglichenes Match. Wir hatten zwei Field Positions der Hamburgerin binnen 3 Minuten 2-0 Führung. Und dann kamen die Münsteranerinnen, haben sich gefangen und über Nora Ulrich und Alessia zum 2-2 ausgeglichen. Also wir sehen auch Münster wirklich wieder diese Stärke, sobald ihr Ball ein bisschen zu gefährlich wird, sind da zwei, drei Münsteranerinnen auf der Ballträgerin und machen halt wirklich den Druck auf die Spielerin und was auch natürlich den Pass nach hinten wieder schwer macht, weg vom Druck, was natürlich auch verunsichert. Jetzt die nächste Field Position und der nächste Treffer für Hamburg, das muss man auch sagen, gut gemacht, wirklich gut, dann auch konsequent und zielstrebig abgeschlossen, 3-2 Führung. Durch Laura Prim. Durch Laura Prim. Die Nummer 14 bei Hamburg. 3-2 Führung. 9,5 Minuten gespielt. Wir sind hier in der 10. Spielminute bei den Herren 1-0. Und da hier noch nicht gespielt wird, blicken wir weiter rüber. Die Kölner nämlich im Ballbesitz. Und eigentlich haben sie mehr die Gummikugel unter Kontrolle. Aber Hamburg mit der Führung. Köln weiter aber am Drücker. Ich würde sagen, wenn ich das jetzt kurz überblicken kann, hier liegt bei den Herren auch der Ausgleich in der Luft. Zwei ausgeglichene Partien, also an einem wunderbaren Sonntag. Die Sonne ist zwar jetzt etwas weggegangen, heute Morgen war sie noch schön da, aber ich denke, aktuell optimale Bedingungen hier in Berlin bei der deutschen Lacrosse-Meisterschaft. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir von Hauptstadtsport TV übertragen ja seit gestern und arbeiten immer weiter dran, auch an der Streamqualität. Das war ja gestern auch ein Thema. Aber wir haben viel Lob bekommen. Dafür nochmal Dankeschön über die Kommentare, die wir erhalten haben. Das motiviert natürlich auch an einem Tag wie heute sehr früh aufzustehen. Die Mannschaften sind ja auch sehr früh schon aufgestanden und hier auf das Gelände gekommen zum heutigen Spiel. Und die Stimmung hier insgesamt wirklich sehr, sehr familiär und sehr, sehr gut. Sie kriegen alle Insider-Geschichten von uns heute noch geliefert. Deshalb dranbleiben lohnt sich und das Spiel lohnt sich natürlich auch. 3-2 Hamburg. Und jetzt die Frage, Tilly, wie reagiert Münster? Ja, wir sehen mit Druck Jana von Beschwitz. Ah ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn der Goalie rauskommt und hart gecheckt wird von Spielern. Da achten Schiedsrichter immer besonders drauf, weil dadurch, dass der Goalie mehr eingepackt ist, tendieren Spieler dazu, ihn härter zu attackieren, was eigentlich immer bei einem Foul endet. Schöner Check von der Andrea Niehoff, die viel Druck, die ist sehr präsent vorne in der Attack. Ist auch eine der Leistungsträgerinnen. Und hätte jetzt auf Nina spielen können. Maximilian Strunk hat es eben reingerufen. Nina, lauter sein! Andrea muss dich hören! Und ganz eindeutig kam da der Push-Call. Also Finja Weber einfach viel zu hart in der Defense. Also man muss schon, wir wissen, also Lacrosse, Damen-Lacrosse ist auch insofern ein harter Sport, als dass mit den Schäften auch unheimlich viel Druck auf die Ballträgerinnen ausgeübt werden kann. Also es tut schon auch weh. Man hat auch oft diesen sehr oft diesen blauen Fleck auf dem Oberarm als Attacker.
den wir gerne als Attack Flag bezeichnen. Weil man einfach, das bleibt nicht aus, dass man mal einen Schaft abkriegt. Aber man muss schon aufpassen, dass nicht aktiv mit dem Schaft auf Spielerinnen eingedrückt wird, sondern dass man hält und nicht drückt, schiebt, verletzt. Free Position für Münster. Und das da Tor, ist das ist der absolute Wahnsinn. Karina ja. Bernhardt war das mit dem Ausgleichstreffer 3:3. Und wir haben noch nicht mal 12 gespielte Minuten und wir haben schon 6 Tore gesehen, 3:3. Jetzt muss ich ganz kurz lachen, ich frage mich nämlich, weil ich mich wieder zu den Herren umdrehe, dort steht eine 0:0. Ja. Also das fragen wir uns jetzt beide gerade, wir recherchieren auch schon. Ich habe versucht, unseren Twitter-Kanal aufzurufen, DeluxeV, leider habe ich noch nichts gefunden, was zu dem Spiel Infos uns gibt, weil wir müssen uns immer umdrehen, um was von dem Spiel mitzubekommen. Da wäre es toll, wenn wir Ihnen auch parallel noch Infos geben könnten. Ja, jetzt habe ich das so ein bisschen beobachtet, vielleicht hören Sie es auch im Mikrofon, es windet etwas und es kann sein, dass die manuelle Anzeigetafel, die auf dem anderen Feld platziert ist, durch den Wind eben runtergezogen ist. Also wieder Entwarnung für Hamburg, schlechte Nachrichten für die Kölner, 1:0 führen die Hamburger, das ist jetzt fix, da steht und wir sehen hier den nächsten Treffer, das ist der absolute Wahnsinn. 4:3 führen jetzt wieder die Hamburgerinnen, 7 Tore. Und so langsam muss man Angst haben, was hier noch in den nächsten Spielminuten passieren wird. Antonia Gabe, ich weiß gar nicht, Antonia Gabe war auch in der Liga jetzt Torschützenkönig. Ne? Also du hattest ja 58 Tore während der regulären Saison. Während der Playoffs und der DM jetzt sind bestimmt noch mal 6, 7, 8 dazugekommen. Wunderschöner Draw, ganz weit nach oben. Gibt immer viel Möglichkeiten. Es ist immer relativ spannend, wenn so ein Draw nach oben geht, weil man nicht sofort weiß, wer ihn bekommt. Oh, jetzt bei Verlust. Jetzt muss man einhaken, weil ich gedacht habe, die Chance kommt. Bisschen Unruhe, aber da haben Münster zu viel Druck gemacht, sodass der Ballbesitz wieder an Gabrielle White von Hamburg ging. Da ist jetzt gerade ein bisschen Unsicherheit. Also die Pässe kommen zwar gut, aber es wird nicht gefangen. Und das nutzt Münster. Ja, also da sind jetzt gerade 2-3 Mal Pässe gekommen von Hamburg, wo einfach Unsicherheit zu sehen war und das hat Münster für sich genutzt. Schauen wir mal, ob wir hier gleich den nächsten Treffer zum 4:4 sehen. Genau, es war eigentlich ein schönes Double, aber Schiedsrichter Arke Hübner sagt, es war auch gedrückt. Sie wurde ins Ausgedrückt durch Svea Knapp und Finja Weber. Deswegen bekommt Nina den Ball wieder zugesprochen. Schneller Pass auf Jana von Beschwitz. Schade, ah, Britta, schöner Catch. Aber toller Save, genau. Toll gehalten von Britta. Wirklich so eine Ruhe. Das war die Chance zum Ausgleich, zum 4:4. Genau, also Britta ist auf jeden Fall, wenn 11 Spielerinnen an der Ballträgerin scheitern, dann ist auf jeden Fall die 12. da und kann auch echt nochmal was leisten. Also Britta, was sie hält, sind keine Zufallssaves, sondern die hat echt einfach einen guten Blick, die hat so tolle Reaktionen. Lässt sich jetzt auch gerade viel Zeit bei der Ballabgabe und dann ein kluger Pass nach vorne gespielt über die linke Seite. Na, wenn da jetzt nicht das Tor kommt, Jenny könnte eigentlich gut durchziehen, hat aber abgebrochen, bringt wieder Ruhe rein. Stellen, bauen sich wieder auf. Wir machen das Spiel sehr weit. Versuchen Münster auch so ein bisschen rauszuziehen, aber die bleiben einfach in ihrer Zone. Um den Elfmeterraum, schützen quasi die Mitte vorm Tor. Und wir haben den nächsten Treffer bei den Herren, da gerade Timeout genommen, das Spiel, was wir Ihnen leider nicht im Video-Livestream zeigen können. 2:0 führen jetzt die Hamburger gegen die Kölner. 2:0 die Führung der Hamburger. Hier 4:3 die Hamburgerin vorne gegen Münster. Aber die Chance, wollte ich sagen, die Chance für Münster zum nächsten Gegenangriff. Endet aber im Aus und jetzt genau, muss erstmal die Gummikugel wieder geholt werden. Das sind eben solche Turnover, die hier produziert werden, auf beiden Seiten. Also dass Hamburg Bälle verliert, die Münster für sich so versucht ein bisschen zu nutzen und andersrum Hamburg Bälle verliert. Wir machen das hier echt zu einer spannenden Sache, dass es nicht so eindeutig ist.
Aber es ist jetzt auf beiden Seiten natürlich dadurch, dass sie jetzt auch so, dass sie merken, es ist ein enges Spiel, geht diese Sicherheit, die sie am Anfang hatten, gerade so ein bisschen flöten. Weil, aber ich glaube, weil jede Sekunde auch was passieren kann. Genau, und weil die Aufregung auch steigt, ne? Weil man merkt, oh Gott, wir können hier wirklich, also für Münster wäre es ja wunderbar, erste Playoffs-Teilnahme, erste DM-Teilnahme und dann gleich unter den Top 3 zu landen, wäre ja phänomenal. Ein absoluter Erfolg. Und das haben sie ja auch alle bestätigt. Wir sind froh, hier nach Berlin fahren zu dürfen, hier zu sein. Wir bleiben auch noch, wir gucken uns die Finals an. Das ist nicht unser Heimticket. Und das war jetzt ein schöner Pass und ein schöner Safter von Anne Wiebke. Genau. Es wäre ein toller Angriff geworden, aber wie gesagt, ein bisschen diese kleinen Unsicherheiten. Ich weiß nicht, ob von einer Seite, kann ich mir vorstellen, wird demnächst auch ein Timeout genommen, einfach um die Spielerin so ein bisschen runterzubringen und da die Möglichkeit. Aber lieber die Entscheidung für das Tor. Wir hören von Maximilian Strunk, settle, easy. Also sie sollen jetzt kurz einen Aufbau machen. Und nicht sowas. Genau. So leichte Ballverluste. Aber abgepfiffen. Genau. Wieder Ballbesitz für Jana von Beschwitz von Münster. Warum, konntest du sehen, warum? Ich weiß nicht, also ich habe nur gesehen, dass sie dazwischen gesprungen ist, Jennifer Kahle, aber ich habe nicht gesehen, ob sie dabei vielleicht die Nummer 10, Judith, weggedrückt hat. Genau, Jana versucht es, bricht ab. Wieder ein Fehlpass von hinten. Zu hoch. Da kommt der Pfiff. Offside Call. Charlotte Erzig ist über die Restraining Line. Sie sehen die Linie, an der sie steht. Es müssen immer 4 Attack-Spielerinnen dahinter bleiben, wenn die Mannschaft in der Defense ist. Und andersrum 4 Defenderinnen hinter der gegenüberliegenden Linie bleiben, wenn die Mannschaft in der Attack ist. Und Charlotte war ein bisschen zu ballgeil, wenn man das so sagen darf. Natürlich. Und ist halt rüber, genau, was halt den Ballverlust zur Folge hatte. Okay, erneuter Pfiff. Du hast dich ja am Anfang ein bisschen aufgeregt über die Restraining Line. Nein, ich bin nicht aufgeregt. Nein, ich bin natürlich froh, dass wir hier einen tollen Platz haben, genau. Aber es gibt eben eine kleine unebene Ebenheit, genau. Und als Frau und als Schiedsrichterin hat man da so einen kleinen Blick für. Genau. Das war so das Erste, was du heute gesagt hast, als du auf den Platz getreten bist. Genau. Aber man kann alles super sehen. Da kam der Shooting Space Call. Das heißt, es darf keine Verteidigerin, darf in dem Kegel, den die Spielerin zum Tor hat, stehen, ohne jemand anders zu verteidigen. Das ist einfach auch ein Sicherheitscall, weil wenn sie schießt und abgeschossen wird, gefährdet das die Spielerin, die einfach in diesem Schussbereich steht von der Schützin. Das war jetzt mal ein schöner Save für Marietta Gedding. Der sollte Mut und auch Selbstvertrauen machen. Genau. Aber Hamburgs, sehr, sehr stark da unter Druck. Und wieder im Ballbesitz. Wir haben wieder einen Pfiff von Arke Hübner. 3 Sekunden. Der Arke, der macht heute alle Regeln durch. Also 3 Sekunden bedeutet, man darf auch nicht als Defense in diesem 11-Meter-Fächer stehen, ohne jemanden zu verteidigen. Also man darf es schon, aber nicht länger als 3 Sekunden. Und das hat er gesehen und entsprechend muss diese Spielerin dann 4 Meter hinter den Ball, der Ballträgerin. Und da kommt der Schuss. Und ganz, ganz knapp vorbei. Das wäre das 5:3 hier gewesen. Mhm. Das meine ich, Antonia hat so diese Fähigkeit, sich überall durchzuwursteln. Also sie hat sich da auch durch 2 Leute, durch 2 Verteidigerinnen durchgedrückt, ohne zu faulen. Das kann sie sehr, sehr gut, sich da so ein bisschen durchzuschlängeln. Und wir sehen die nächste Free Position für Hamburg. Ich weiß nicht, wie viele Free Positions wir schon hatten, aber... Es werden 4 Tore. Ich glaube, es ist jetzt die 6. ein Catch. Und das ist der nächste Treffer für Hamburg. Und das machen sie gut. Und das müssen wir jetzt nach fast 20 gespielten Minuten mal auch festhalten. Die 5:3 Führung für die Hamburgerin. Die erzwingen es heute. Sie wollen es, das merkt man. Und deshalb gehen sie jetzt erstmal zurecht hier wieder, wie am Anfang, nach 3 Minuten mit einer 2-Tore-Führung in Führung. 5:3 bei den Männern. Wir drehen uns um. Steht es noch 2:0 für die Hamburger, die jetzt die nächste Chance haben. Und ganz knapp am Tor vorbei, also hier fast auf 3:0 gegen Köln erhöht. Der eindeutige Draw auf dieser Seite für Aline. Also Jenny hat ihn sehr, sehr schön in ihre Richtung gezogen, in die Richtung ihrer Teammitglieder. Da vorne sehen wir die Schwestern, 24 und 28. Das 24 ist Sophie, die 28 ist Emma Mollenhauer.
Sophia U19-Nationalspielerin. Genau. Auch nochmal alles Gute an die Familie, falls ihr zuhören, oder an die Freunde, dass es geklappt hat dieses Jahr. Genau. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Defense von Münster reagiert. Ein bisschen aggressiver würde ich mir das wünschen. Und jetzt endlich mal den Ballverlust erzwungen. Genau, wieder sehr, was wir halt sehen bei Münster, dass also deutliche Unterschiede in der Spielweise in der Attack bei Münster und Hamburg. Münster spielt viel über Pässe, machen viele Tore aus Schnellpassspielen, wohingegen Hamburg halt versucht erstmal den Pass außen viel rumzuspielen, aber dann, wenn es in die Mitte geht, versucht es immer einer alleine. Und wir haben ja schon gesehen, Münster ist sehr gut da drin, wirklich auch wenn der Ball gefährlich wird, mit zwei, dann einer dritten Spielerin auf den Ball zu gehen, was jetzt gerade immer wieder zu Ballverlusten bei Hamburg führt. Also die sind mit dieser Strategie, fährt Münster sehr, sehr gut gerade. Ja, also wir haben noch genug Zeit. Nö, Nora Ulrich will den Ball gar nicht mehr weggeben. Aber jetzt! Schöner Pass in die Mitte, toll gesehen, Andrea Niehoff bereit, die ist auch sehr, sehr groß. Tolle Anspielerin, ja, genau, in dem Moment. Ja. Also wenn die den Ball fängt, da kommt eigentlich gar keine Defenderin ran, weil sie so weit oben ist. Also das Tor hätte sie jetzt verdient zum Anschlusstreffer, 5-4. Und sie hat auch eine Free Position mit wenig Leuten neben sich, dadurch, dass das Spiel so schnell ging, waren alle hinter ihr. Schade. Ach toll! Super, Andrea. Super. Genau. Tilly, du freust dich für Andrea. 5-4. Toll rausgespielt. Auch Nora Ulrich mit der tollen Vorbereitung. Lange den Ball gehalten, dann der tolle Pass auf Andrea Niehoff und sie macht es dann im Endeffekt doch. Ich habe mich auch so gefreut, weil ich so überrascht war, weil ich gedacht habe, oh, sie hätte abziehen müssen, aber dann hat sie nochmal so nochmal zur Seite ausgebrochen, hat den Ball total gut unter Kontrolle gehalten und hat einfach aus einer Entfernung geschossen, die für die Torwartin nicht mehr gut, also einfach fast unhaltbar war. Also wirklich ein wunderschönes Tor. Josi Probst und Carina Bernhardt am Tor. Und das ist Ballbesitz für Münster. Hier die Kapitänin am Ball, auch eine sehr dominante Spielerin, oder? Also fällt viel auf, ja, aber absolut. Verteilt die Bälle auch wunderschön. Also man sieht einfach, da sind so ein paar Schlüsselspielerinnen in Münster, aber die fungieren wirklich als Knotenpunkte, um den Pass einfach rumzugeben, um Sicherheit ins Spiel zu bringen. Natürlich auch die Tore zu machen, aber man hat das Gefühl, es spielt halt jede eine ganz wichtige Rolle in diesem Team. Ja, weil du es auch eben ansprichst, die Kapitänin Nummer 10, Judith von Open, spielt erst seit 2,5 Jahren Lacrosse und dann schon bei den deutschen Meisterschaften. Überhaupt nicht. Ja, also man sieht es überhaupt nicht, dass sie erst so kurze Zeit spielt. Es liegt sicherlich auch daran, weil sie spielt ja auch Nationalmannschaft, richtig? Dass sie einfach das so ein Jahr, in dem man halt in der Nationalmannschaft trainiert, unheimlich intensiv ist und man in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel lernt. Da kommt der Turnover durch Hamburg. Leichter Ballverlust da im Mittelfeld gewesen und die Chance zum nächsten Treffer für die Hamburgerin. Schade, da hat Antonia auch einfach Charlotte Erzig direkt vorm Tor übersehen. Also sie wollte das Tor machen, aber Charlotte stand eigentlich links vom Tor super, super frei, Nummer 29. Das hast du gesagt, der war sie zu ballgeil, wie du eben... Ja, ein bisschen zu ballgeil, genau. Oder vielleicht auch ein bisschen zu torgeil. Aber das muss Hamburg auf jeden Fall noch mehr nutzen, dass sie vorne die Passoption haben. Und sie müssen auch aufpassen, dass das nicht zu Frustrationen führt. Ne? Dass diese Ballverluste, ne? Man versucht durchzukommen, verliert den Ball, muss wieder in die andere Richtung rennen. Ja, dann kann auch mal so ein Team-Spirit ganz schnell umschlagen, wenn man es dann zu oft selber probiert. Und das hast du ja auch schon angesprochen, Tilly, ist bei Münster, nur gebe ich dir vollkommen recht, nicht so zu sehen. Sie fungieren da wirklich als Team. Passen vielleicht auch ein, zwei Mal zu oft ab. Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall noch angucken. Genau, weil wir sehen, dieses zu häufige Passen führt dann oft zu Interceptions, die halt Hamburg macht, weil die dann wirklich nach dem Ball springen und ihn unterbrechen, den Pass. Und das war ein ganz, ganz klasse Pass. Und wieder ein bisschen diese leichte Unsicherheit. Von aber Nina Limburg und die Chance und das Tor zum 5-5. Das ist verdient, das ist toll, wieder gespielt. Ein klasse Match, liebe Zuschauer, hier am Finaltag, am Sonntag. Bei Hauptstadtsport TV 5-5. Das ist der absolute Wahnsinn. 10 Tore schon. Also ich bin total begeistert, dass meine Voraussage, dass das ein knappes Spiel werden könnte, tatsächlich eintritt und dass das hier super, super spannend ist, auch von außen. Also wenn Sie die Chance haben, noch direkt vorbeizukommen, machen Sie das auf jeden Fall. Ja, das war die Einladung, genau, von Tilly. Wir sind natürlich auch den ganzen Tag noch hier. Also falls Sie jetzt in Berlin wohnen oder im Umland und Sie sind nicht hier,
liebe Freunde, sie verpassen ganz, ganz großen Lacrosse-Sport im Spiel um Platz 3 der Damen. 5:5 steht es hier. Und bei den Herren, da haben die Hamburger noch die Nase leicht vorne, 2:0. Aber wir haben es bei dem Spiel hier gesehen, was wir Ihnen in Bildern zeigen können. So eine 2:0-Führung, die ist mal so ganz, ganz schnell weg, wenn man nicht aufpasst. Jetzt aber die Hamburgerinnen, die sind gallig, wollen hier die Führung nicht aus der Hand geben, noch der Ausgleich. Aber bis jetzt Münster immer hinterhergelaufen. Und für die Hamburger soll das natürlich so bleiben. Ja, jetzt viel Platz. Da kommt der Call von Bob, Trainer Bob von Hamburg, dass ich es mal versuchen soll, von hinterm Tor. Schuss aufs Tor von Svea Knapp, aber toller Save von Carina. Der wäre wahrscheinlich auch ein bisschen dabei vorbeigegangen. Ne? Aber dann noch weiter Ballbesitz für die Hamburgerin. Svea Knapp wieder mit der Nummer 11. Auch Nationalmannschaftsspielerin. Ja, tolle Schuhe an, passt farblich, sehr auffällig. Und sie verpasst den Kasten ganz, ganz knapp. Falls Sie sich wundern, warum Hamburg immer noch den Ballbesitz hat, nach Schüssen ist es so, das Team, was am nächsten zum Ball ist, wenn er die Linie überquert, bekommt den Ball. Deswegen hat man auch immer dieses, wenn der Ball daneben geschossen wird, sprinten immer alle wie verrückt zur Grundlinie. Weil das auch zum Beispiel ein Change of Possession, also ein Ballwechsel sein kann. Und da hat jetzt Hamburg die Nase vorne gehabt. Immer noch in Ballbesitz. Sehen wir jetzt hier den 11. Treffer von Hamburg. Und da ist er. Super. Da wird die Katze verrückt. 6:5 haben wir. 11 Tore. Und ich glaube, so langsam versteht Münster auch die Welt nicht mehr. Sie machen viel nach vorne, laufen aber jetzt dann doch immer wieder dem Rückstand hinterher. Und Hamburg bleibt konsequent. Aber das Spiel, das kann jederzeit hier umschlagen. Dennoch 6:5. Gucken, ob dein Timeout gleich noch kommt. Ich hätte es vielleicht dann jetzt doch genommen. Ja. Nach dem Ausgleichstreffer vielleicht nochmal in Münster sich da nochmal neu formiert. Aber zum Glück sind wir ja nicht Trainer, ne? Zum Glück sind wir nicht Trainer, aber wir sind alle Experten und Sie zu Hause natürlich auch. Also, falls Sie irgendwelche Tipps noch für uns haben oder es fällt Ihnen irgendwas auf, schreiben Sie uns das auf die Facebook-Seite Hauptstadtsport TV. Gerne auch über Google+. Oder rufen Sie einfach an oder kommen Sie, falls Sie hier wohnen, noch vorbei. Tolle Spieler am Finaltag. 6:5 führen die Hamburgerinnen bei den Damen und bei den Herren. 2:0 dort gegen Köln, hier gegen Münster, die jetzt wieder im Ballbesitz sind über die linke Seite. Und das macht Hamburg jetzt richtig gut. Genau, wir haben gerade wieder Maximilian gehört, der gerufen hat, Ballbesitz, Ballbesitz. Also, und das macht Hamburg wirklich richtig gut. Ne? Also wenn die Münster versuchen, das breit zu machen und viel auf Sicherheit zu spielen. Aber Hamburg kommt so weit raus und macht so Druck, dass die Pässe dann unsicher werden. Das war ein toller Save von Svea Knapp und das ist die 2:0 Toreführung. Wieder 7:5 nach einem klasse ausgespielten Konter. Aber der Fehler, der war hier vorne links bei Münster. Und das war leider die Nummer 17, Anna Wiebke-Meyer. Der Pass wurde intercepted und dann das schnelle Umschaltspiel. Toll gemacht, 7:5, jetzt die Führung. Es war für mich auch jetzt wirklich das allerschönste Tor bis jetzt, weil es einfach wirklich so schnell mit dieser Interception in der Defense, schnelle Bewegung im Mittelfeld und dass wir endlich auch Charlotte gesehen hat, die einfach wirklich, wirklich super stand. Also ich muss halt sagen, Tore zu machen ist wunderbar, aber ich meine, also ich finde halt, Assists zu geben, die zu Toren führen, ist genauso gut. Ja, absolut, weil man einfach auch wieder, weil es auch wieder Team Spirit ist. Ne? Also es ist halt ein Mannschaftssport. Ja, es wird oft viel zu oft vielleicht vergessen, dann auch mal ein, zwei Schritte vor dem Tor zu gucken, was ist genau passiert. Man ehrt den Torschützen oder die Torschützin absolut zu Recht, aber du hast genauso recht, man sollte auch gucken, wie wurde das rausgespielt. Und hier hat eben bei dem letzten Angriff alles funktioniert. Wunderschönes Kurzpassspiel zwischen Charlotte und Svea. Also bei Svea sieht man einfach auch, dass sie im letzten Jahr sehr, sehr intensiv trainiert hat. Was ich umso beeindruckender finde, als dass Svea ja jetzt auch ihre Ausbildung angefangen hat zur Tänzerin. Oh, tolles Tor, Andrea. Ja, unterbrechen wir ganz kurz, weil um die Münsteranerin müssen wir uns irgendwie heute überhaupt keine Sorge machen. Sie kommt nämlich immer wieder zurück. Jetzt auch gerade wieder zweites Tor für Andrea Niehoff, die größte Spielerin hier auf dem Feld. Ja. 7:6, immer noch die Führung. Im Turnier, obwohl München ist auch sehr groß, ne? Weil Andreas.
Ja, stimmt. Stimmt. Genau. Aber auf dem aktuellen Spielfeld überragt sie dann doch ja. die meisten ihrer Spielerinnen. Immer eine tolle Anspielpartnerin. Und du warst bei Svea, wolltest noch... Genau, ich wollte einfach nur nochmal betonen, wie unheimlich fit sie sein muss, einfach durch ihre, weil sie halt wirklich trainiert für die Nationalmannschaft und eben auch in ihrer Ausbildung unheimlich aktiv ist. Jetzt sehen wir sie wieder im Ballbesitz. Jetzt macht sie es selber. Und sie macht's. Wunderschön. Sie belohnt sich, kommt da viel zu einfach durch. Tore en masse, 8:6, 14 Tore. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wir schauen mal so ein bisschen auf die Münsteraner Schüler, die schütteln dann jetzt doch den Kopf. Es geht zu einfach. Genau, da hängen auch die Köpfe ein bisschen mehr. Ne? Also ich hoffe, dass sie sich nicht unterkriegen lassen davon, weil wir sind immer noch in der ersten Halbzeit, sind immer noch 3 Minuten zu spielen. Und da ist noch alles drin. 3 Minuten haben wir noch in dieser ersten Halbzeit im Spiel um Platz 3, falls sie uns jetzt erst eingeschaltet haben bei Hauptstadtsport TV. Toller Beginn der Hamburgerinnen, 2:0 Führung. Dann kamen Münster wieder ran, 2:2, dann ging es hoch auf 5:5. Dann erstmals die 7:5 Führung für die Hamburgerinnen, dann wieder der Anschlusstreffer und jetzt eben gerade durch Svea Knapp, die eben den Assist noch gegeben hat. Selber hat sie es gemacht, 8:6, also 14 Tore bei dem Damenspiel in der ersten Halbzeit und bei den Herren. Ja, die kann man an einer Hand abzählen, dort sind es 2. Die Männer von Hamburg führen da ebenfalls, genau wie bei den Damen, 2:0 gegen Köln und die Kölner kommen nicht so richtig. Habe ich den Eindruck hier aus dem Puschen, aber dort ist es natürlich auch noch alles möglich, eine 2:0 Führung auch erstmal da den Anschlusstreffer zu erzielen. Jetzt aber wieder die Hamburgerinnen im Ballbesitz. Schaffen sie hier wirklich die erste 3-Tore-Führung in dieser ersten Halbzeit? Wir haben ja auch gesehen bei den Hamburger Herren gestern, die haben ja unheimlich dominiert in der ersten Halbzeit gegen München und sind dann leider in der zweiten Halbzeit total eingebrochen, haben kein Tor mehr gemacht und es war letztendlich dann... Das, was ihnen das Genick gebrochen hat. Also es ist einfach nicht. Es ist halt eigentlich. Ich mache mal Fußballvergleich, aber es ist halt, man weiß halt nie, was passiert. Also du wolltest jetzt nicht sagen, ein Spiel hat 90 Minuten. Nein. Genau. Nein. Aber so in der Art. Und ja, weil wir eben das Stichwort einbrechen, einknicken haben. Münster sollte jetzt nicht einknicken. Das war eben der Gegentreffer zum 6:9, also tatsächlich die erste 3-Tore-Führung der Hamburgerinnen hier heute am Finaltag, am Sonntag und jetzt auch 2 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit das Timeout genommen. Das gibt natürlich Gelegenheit. Es ist noch etwas, ich will nicht sagen schwül, es geht ein guter Wind, aber natürlich müssen die Spielerinnen und Spieler hier auch mal was trinken. Das wird jetzt gemacht, auch der Schiedsrichter gespannt, berät sich da nochmal. Und ich bin gespannt, ob Münster, ich würde es wirklich drücken auch für ein spannendes Spiel, das wir jetzt hier dann vielleicht doch noch erstmal den 7. Treffer machen, ja. Da nochmal rankommen. Ja, und es fehlt eigentlich auch nicht viel. Also es ist wirklich nur ein bisschen, ein Ticken mehr Sicherheit vorne. Einfach aufzupassen, dass halt Hamburg kommt und auch so weit rauskommt, aber das kann natürlich auch quasi ganz schnell zu Toren für Münster führen, eben weil Hamburg dadurch, dass sie so weit rauskommen, ziemlich große Lücken auch zwischen den Verteidigerinnen und Spielerinnen schaffen. Und das Helfen, also dass man von der Seite kommt als Verteidiger, dauert natürlich länger, wenn ich weiter wegstehe. Und das macht, dadurch, dass Münster so eng steht und sich nicht rausziehen lässt, können sie schnell einander helfen. Also es geht jetzt aber auf jeden Fall für Münster nicht nur darum, Tore zu verhindern, sondern auch wirklich vorne welche zu machen. Ne? Und dann erstmal welche zu machen, sonst gewinnt man überhaupt kein Spiel. Das ist absolut richtig. Aber ja, mit Nora Ulrich, mit Jana von Beschwitz, mit Judith haben die auf jeden Fall Spielerinnen, so viel Sicherheit Spielerin und Erfahrung reinbringen. Genau. Und dann einfach auch so ein bisschen auch das Talent haben, weniger erfahrene Spielerinnen mit reinzuholen. Jetzt heißt es auch einfach Arbeit. den Input dieser Spielerinnen auch auszunutzen und hier ranzukommen und deshalb auch das Timeout, man hat es gesehen, haben sich da nochmal Mut gemacht und ich hake hier noch nichts ab, auf keinen Fall. 9:6, 2 Minuten haben wir noch in der ersten Halbzeit, bei den Männern steht es immer noch 2:0 für die Hamburger gegen Köln und Hamburg weiter im Ballbesitz. Die setzen da die Kölner in diesen ersten Minuten dann doch ordentlich unter Druck und die Führung mittlerweile für die Hamburger verdient. 2:0 hier, jetzt haben wir hier noch 2 Minuten im ersten Damenspiel des Tages, Spiel um Platz 3, Münster in den blauen Trikots, von rechts nach links, Hamburg in den weißen Trikots, von links nach rechts. Schöner Check von Antonia, aber Judith ist noch dran geblieben.
Aber jetzt da doch wieder das Tackling der Hamburgerin zu groß, dass dann auch die Ballverluste der Münsteranerin erzwungen werden. Aber wir sehen auch, Münster ist auf jeden Fall nach dem Time jetzt auch ein bisschen aggressiver aufgetreten. Also dass sie halt so früh so viel Druck machen auf die Ballträger, haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Hat jetzt leider dazu geführt, dass sie einen Foul gepfiffen bekommen haben und wieder den Ball verloren. Ich sehe jetzt gerade die Anzeigetafel. Steht. Die Zeit ist noch nicht weitergegangen. Vielleicht da mal irgendwie jemandem Bescheid geben, dass das Spiel weiterläuft. Sonst haben wir nämlich auch überhaupt keine Ahnung, wie viel Zeit noch ist. Ah, die steht. Ja, ich höre gerade, die steht, weil in den letzten 2 Minuten jeder Halbzeit muss nach jedem 50 Uhr angehalten werden. Und weil das die Anzeige nicht kann, müssen sie das manuell unten am Kampfgericht machen. Ich habe auch gerade die Info bekommen für unsere Schiedsrichterfreunde, für unsere Zebras hier am Fernseher. Im Finale, was wir nachher sehen zwischen München und Hannover, wird als Hauptschiedsrichterin Annika Altenhain auftreten. Begleitet von Jan Frappwell, Katharina Meyer, die in Tübingen lebt, und als vierte Offizielle Anjuli, die das Spiel von der Seite unterstützt, haben wir Anjuli von Oettinger, die wir jetzt gerade auch auf dem Feld haben. Der blonde Pferdeschwanz. Und jetzt dann doch noch die Chance für die Hamburgerinnen hier, den 10. Treffer zu machen. Und Charlotte diesmal, ehemalige Hannoveranerin. Aber das war mal klasse verteidigt. Das war wirklich klasse verteidigt. Mhm. Und auch sauber. Und auch also, sauber. Genau, das macht Münster wirklich richtig gut. Die machen Druck, aber die machen es wirklich sauber. Also ich... Oh, da kommt ein Kant. Nee. Ich weiß jetzt nicht, warum Nora Ulrich runtergeschickt wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, weil sie eins abgekriegt hat. Ja, das fasst sich da an die rechte Seite, Rückengegend, mal durchatmen. Also die Ladies hier sind hart im Nehmen und jeder, der Lacrosse spielt. Und ich denke, das werden sie, wenn sie uns hier heute sehen. Sie wissen, es kann wehtun. Tina Ohlmeier jetzt mal, die ist eigentlich normalerweise nur in der Defense. Ist halt eine unheimlich starke Verteidigerin, ehemalige Hamburgerin. Hat dann bei den Black Pearls viel gespielt, also der zweiten Hamburger Mannschaft. Also es gibt ja in Hamburg auch quasi zwei Clubs. Es läuft alles unter dem HTHC, aber die Black Pearls sind eine eigenständige Mannschaft, die sich aber hauptsächlich und aber inzwischen weniger früher aus ehemaligen A-Team-Spielerinnen zusammengesetzt haben. Da sehen wir, die Zeit ist auf dem Feld. Das heißt, es sind weniger als 30 Sekunden in der Halbzeit. Na, die nehmen wir natürlich jetzt noch mit hier im ersten Damenspiel. Hamburg wieder, Svea Knapp, rechte Seite. Wenn ihnen das auffällt, Svea macht immer dieses so ein bisschen, dass sie so antäuscht, was zu machen. Und die Halbzeit endet. Und das macht man oft, um halt den Shooting Space zu ziehen. Um anzudeuten dem Schiedsrichter, ich könnte schießen. Heißt aber nicht, dass der Schiedsrichter pfeift. Ja, also hier die erste Halbzeit, 9:6. Das sind 15 Tore, liebe Zuschauer auf Hauptstadtsport TV beim Damenspiel. Die Herren. Da steht es immer noch 2:0, also auch die Führung da für Hamburg gegen die Kölner. Wirklich tolles Spiel, was wir hier gesehen haben. Ich denke, die Führung geht dann schon verdient und wir freuen uns, Sie gleich wieder begrüßen zu können. Also bleiben Sie dran. Setzt die Führung der Hamburgerinnen jetzt von rechts nach links in den weißen Trikots und der Gegner, die Gegnerinnen Münster in den blauen Trikots, falls Sie uns jetzt erst zugeschaltet haben, die zweite Halbzeit von links nach rechts. Die Führung immer noch für die Hamburgerinnen. 3 Tore sind es mittlerweile, aber wirklich eine enge Kiste hier und 15 Tore in 30 Minuten. Also wir können nicht klagen. Ja, genau, vor allen Dingen, wenn man es mit dem Herrenspiel nebenan vergleicht, wo in der gleichen Zeit 3 Tore gefallen sind. Also ich glaube, hier wird eher Lacrosse gespielt, auf dem Männerfeld eher Hockey. Da kommt schon wieder der erste Schuss aufs Tor von Sophie. Ich finde wirklich krass, sie ist ja wirklich nicht groß, ich glaube, sie ist so 1,60 oder so, aber was für eine Präsenz einfach auf dem Feld hat. Sie strahlt also, was aus. Genau, wenn man da Andrea Niehoff daneben sieht, die genauso präsent ist, aber ungefähr 30 cm größer, ist es wirklich ein toller, sie hat wirklich eine tolle Attitude und ein tolles, eine Ausstrahlung auf dem Feld. Ja, und Hamburg sagt hier ganz klar in den ersten Sekunden, wo es lang geht, auch in der zweiten Halbzeit. Und jetzt aber der Ballbesitz und die Balleroberung für die Münsteranerin. Was passiert jetzt? Sehen wir hier das 9:7. Ich würde es mir wünschen für ein wirklich klasse und unterhaltsames Spiel. Hamburg macht jetzt auch früh Druck. Also wir sehen, Marietta hat gerade den Clear sehr kurz gespielt. Und da waren gleich ganz, ganz viele Hamburgerinnen direkt drauf.
Also sie versuchen jetzt wirklich den Ball auch so früh zu bekommen, dass er nicht mal mehr auf die andere Spielhälfte kommt, sodass sie nicht mehr gar nicht so weit den Weg zum Tor haben. Münster macht wieder ein bisschen ruhig, also machen wieder das Spiel schön weit. Ja, hoffen. Jetzt ist auch mal Ballbesitz, Sicherheit gewinnen über Nora Ulrich und Judith van Oppen. Und jetzt wieder Nora Ulrich mit dem Chance und mit dem Treffer. Und das ist, was du gesagt hast, was du die ganze Zeit gesagt hast. Sie spielen es ruhig runter, verlieren da auch diese Ruhe nicht, sind konzentriert und kommen hier zum 9:7. Genau, und dann kommt er aus dem Nichts, bricht einfach Nora in die Mitte rein. Und das ist auch einfach Vertrauen. Also, dass Carina, dass Judith so einen Ball in die Mitte reinspielt, dass sie einfach ihr vertraut, dass sie den auf jeden Fall hat. Und ich glaube, Nora spielt mindestens seit 9 Jahren. Also ich kenne sie aus der U21, in die wir zusammen 2007, wo wir bei der WM waren, zusammen. Und die bringt einfach eine unheimliche Sicherheit mit und Erfahrung. Aber wie gesagt, dieses Vertrauen zu haben, so einen Pass zu spielen. Ja, aber darauf kommt es ja auch an, das haben wir gesagt, absolut, dass auch die erfahrenen Spielerinnen jetzt hier bei Münster das Ruder in die Hand nehmen und für Sicherheit sorgen. Aber ich bleibe dabei, es ist ein klasse Spiel, 9:7, und jetzt können wir gespannt sein, was wieder passiert, denn Hamburg ist im Ballbesitz. Die Herren übrigens noch nicht angepfiffen, dort steht es immer noch 2:1 für Hamburg und dort ist eine Ruhe auf dem Platz. So langsam bereiten sich die Teams dann aber wieder vor, aufs Spielfeld zu gehen, und jetzt sehen wir den tollen Pass. Sehr weiter clear von Britta. Falls es Ihnen aufgefallen ist, oh, da kommt das Timeout. Es sieht aus, als ob es jetzt eine Karte regnet. Also man hört es sehr deutlich an den Pfiffen. Ist für Josi eine gelbe Karte für Dangerous Propelling. Das heißt, dass sie unkontrolliert mit dem Schläger den Ball gespielt hat und unkontrolliertes Spielen genauso wie, also ist in der Art und Weise halt auch fahrlässig. Das heißt, 2 Minuten Unterzahl für Hamburg. Das ist auf jeden Fall die Chance hier für Münster. Wir gucken auf die Zeit mit. 27:38 steht auf der Uhr. Also das gilt jetzt, für Münster gilt es jetzt, das zu nutzen, dass sie eine Person mehr sind im Angriff und in der Verteidigung. Weil das heißt ja auch immer, dass eine frei sein muss. Und wir sehen sie jetzt sind sie gallig. Jetzt wollen sie Nina Limburg, da zwar mit dem Ballverlust, aber das ist jetzt vielleicht eine andere Körpersprache. Jetzt haben wir abgepfiffen den Gegenschussversuch von Svea Knapp. Genau. Es war jetzt das passiert halt häufig, wenn man in Unterzahl spielt. Ich habe ja gerade gesagt, die spielen Unterzahl in der Offense und Defense. Und das liegt daran, weil 4 Spielerinnen müssen weiterhin hinter den Restraining Lines bleiben. Und Hamburg hat sich da nicht koordiniert und hat eine zu viel rübergeschickt, was zu einem unglücklichen Ballverlust geführt hat. Und da verpasst Andrea Niehoff ganz, ganz knapp die Chance zum Anschlusstreffer 9:8. Hamburg ist wieder im Offside, sind wieder nur 3 Spielerinnen hinter der Restraining Line. Deswegen hebt Arkehübner auch den Arm. Entsprechend wird die Nummer 7 zurückgeschickt. Sehen wir jetzt, passiert jetzt gerade. Viktoria Scheuer muss da zurück. Genau. Und Münster weiter im Ballbesitz und in Überzahl, das dürfen wir nicht vergessen. Genau. Zumindest eine Minute noch. In Überzahl 9:7. Wir sind in der zweiten Halbzeit. Es war kein richtiges Foul, sondern nur ein Foul am Kreis. Also, dass jemand in den Kreis getreten sein muss aus der Verteidigung. Das kann man von hier oben nicht so gut sehen. Aber deswegen haben wir auch 3 Schiris auf dem Feld. Weil jeder einfach auf einen bestimmten Teil vom Feld und vom Spiel gucken kann. Und wieder der Shooting Space Call von Arke. Da stand Harriet die Nummer 16. Ach nee. Da stand Jennifer Carley, die Nummer 15, stand halt im Schussbereich, ohne jemanden direkt zu verteidigen. Und entsprechend bekommt jetzt Münster die Free Position geschenkt. Carina Bernhardt, die 19. Sehr sichere Spielerin. Oh, und da passt sie ab und da kullert der Ball am rechten Pfosten vorbei. Schade, Münster, das wäre das 9:8. Diesen gesunden Egoismus, den Hamburg manchmal hat, also einfach wirklich selber zu gehen, der fehlt Münster manchmal ein bisschen. Also ich hätte Carina, das war sehr ehrenhaft, dass sie den Pass spielen wollte. Und Janne hätte den sicherlich auch machen können.
Aber der hätte vielleicht selber gehen müssen. Bei dem Stand, den wir jetzt haben mit 9-7, hätten sie das 9-8 auf jeden Fall jetzt gebraucht. Ja, warum da rumprobieren, rumtricksen? Klar, wenn es klappt, bist du der Held, hast alles richtig gemacht. Genau. Also wenn Jana das Tor gemacht hätte, wäre es noch viel toller gewesen. Weil es natürlich einfach auch wunderschön ist für sie als Zuschauer, schöne Passspiele vorne zu sehen. Aber finde ich auch schön, gesunder Egoismus. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Formulierung. Jetzt wieder Nina Limburg, die frische Abiturientin, gestern Nacht noch angereist und immer noch im Ballbesitz. Also im Sport hätte sie von mir auch eine 1 bekommen. Sie hatte aber Mathe, glaube ich, hat sie mir gesagt, als Leistungsfach. Aber im Sport bestimmt auch. Und was hatte sie noch? Ich meine Deutsch. Mathe und Deutsch, naja. Also falls Sie jetzt gestern mit Nina auf dem Abiball waren, sind Sie bestimmt jetzt nicht wach. Aber falls doch, falls Sie den Stream noch am Laufen haben, herzliche Grüße. Toll. Und Sie sehen das Tor und jetzt hat sie es verdient, Carina Bernhardt. Und jetzt auch der Jubel. Und Münster kommt hier in der zweiten Halbzeit ran, nutzt auch die Überzahlsituation aus, die Sie gerade haben. Und deshalb steht es hier 9-8, der Anschlusstreffer. Und wir haben 17 Tore bei den Damen. 17 Tore bei den Damen, das ist sehr, sehr schön. Es ist ein tolles Spiel. Und jetzt hören wir auch gerade den Trainer Ikens bei den Hamburgerinnen. Ja, der ist nicht zufrieden. Die 3-Tore-Führung hätte er gerne gehabt. So, wir blicken mal zu den Herren. Dort steht es 2-1 noch für die Hamburger. Und liebe Freunde von Hauptstadtsport TV und natürlich auch liebe Lacrosse-Freunde, wir haben jetzt mittlerweile dank eines Vögelchens auch die Torschützen, die wollen wir Ihnen natürlich nachreichen. Und zwar Hamburg mit der 2-0-Tore-Führung. Einmal war es Kilian Bombusch und na klar, wer sonst? Moritz Spiegel mit der 2-0-Führung und dann hatten wir noch die 39. Minute. Adrian Nolte macht es da für die Kölner zum 2-1, deshalb da Spannung pur. Danke nochmal an das Vögelchen. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Bei uns verpassen Sie kein Tor. Leider können wir Ihnen die Bilder von dem Herrenspiel nicht zeigen. Ich habe es Ihnen mehrfach erklärt. Es hat was mit der Kameraposition und mit der Entscheidung des Schiedsgerichtes hier zu tun, welche Mannschaft auf welchem Feld spielt. Aber bei uns verpassen Sie nichts. Vor allem auch die Finale nicht. Und die Finals, die haben wir am Nachmittag noch im Programm. Und deshalb sind Sie da auch eingeladen. Falls Sie jetzt vielleicht nochmal frühstücken gehen müssen, brunchen gehen müssen, nehmen Sie das Handy mit, der Stream läuft weiter. Und zu den Finals sind Sie dann, ich weiß es, dabei. Das ist das Spiel um Platz 3, Hamburg gegen Münster. Und wir haben einen tollen Save gesehen von Marietta Gedding im Tor der Münsteranerinnen. Und deshalb bleibt es hier erstmal beim 9-8. Aus Sicht der Hamburgerinnen, also hier noch die 1-0-Tore-Führung, ähnlich wie bei den Herren. Jetzt aber wieder Münster mit dem nächsten Ballverlust, würde ich sagen, schafft es. Nora Ulrich kommt da irgendwie noch durch und jetzt die Chance für Andrea Niehoff auf der linken Seite. Vertändelte aber den Ball und schafft es nicht, die kleine Gummikugel unter Kontrolle zu kriegen, bekommt aber hier den Ballbesitz zugesprochen. Und das war toll, ganz, ganz toll aufgepasst von Britta Goldstein. Und das hat ja unsere Tilly schon angesprochen. Sie hat so viel Ruhe in ihrer Arbeit und spielt jetzt einfach einen tollen Pass da und bringt die Hamburgerinnen zur nächsten Chance. Ja, Britta ist auch eine, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt, aber Britta ist auch Linkshänderin. Als Torwartin ist das ziemlich gut, weil man den Schläger dann eigentlich immer auf der, die schwache Seite ist quasi eigentlich immer die linke Seite der Torwarte und ist aber auch die präferierte Seite von den meisten Schützen, die halt mit rechts auf die rechte Ecke gehen. Jetzt geht's hinters Tor lang für Hamburg. Wo ist der Raum? Wo kann ich anspielen? Das machen die Münsteranerinnen, finde ich, jetzt auch besser als noch in der ersten Halbzeit. Sie lassen die Hamburgerinnen nicht mehr ganz so einfach durchkommen. Die Betonung liegt auf ganz so einfach. Und deshalb schaffen sie es ja doch mal, den einen oder anderen Angriff dann auch mal abzublocken. Und das haben wir in der ersten Halbzeit kaum gesehen. Trotzdem jetzt die Chance für die Hamburgerinnen, hier den 10. Treffer zu erzielen. Das wäre dann wieder die 2-0-Tore-Führung. Für alle, die halt auch ein bisschen noch live mitbekommen,
kommen wollen, was auf dem Herrenfeld nebenan zumindest tormäßig geht, den empfehle ich auf deluxev.de zu gehen. Dort gibt es den Livestream, zumindest den Ticker über die gefallenen Tore, den Sie sich gerne angucken können. Also keine Bilder, sondern nur der Text, aber wir liefern Ihnen versprochen die Bilder und mittlerweile, wir blicken nämlich mal rüber, steht es 3:1 für die Hamburger. Die konnten nämlich vor einer Minute den nächsten Treffer erzielen. 3:1 führen die Hamburger im Spiel um Platz 3 bei den Herren gegen die Kölner und die haben jetzt gleich die Chance zum 3:2 und das war ganz, ganz knapp. Und wir hören gerade, es steht auch schon 3:2, es ist wieder mal die analoge Anzeige. Das ist die analoge Anzeige. Dankeschön an die aufmerksamen Zuschauer. Das heißt, das wäre nicht das 3:2, sondern das 3:3 für Köln gewesen. Also im Spiel um Platz 3 bei den Herren auch sehr, sehr knapp. 3:2 die Führung der Hamburger und die Kölner sind weiter unter Druck. Aber der nächste Versuch bringt keinen Treffer für die Kölner. So, wir sind wieder bei den Damen. 9:8 hier noch. 20 Minuten haben wir noch in dieser Partie. Jetzt die Münsteranerinnen mit der nächsten Chance. Das Tor ist leer. Das Tor ist leer. Macht es jetzt alleine? Nein, sie wählt wieder den Weg rum. Vielleicht war die Schussposition nicht so gut. Aber dann Nora Ulrich. Und liebe Tilly, das ist der Ausgleich für Münster. Toll rausgespielt. Das ist also ein Hin und Her in diesem Spiel. Die 3-Tore-Führung für Hamburg. Futsch. Ist auch krass, mit was ich ja vorhin einmal meinte, dass halt jetzt natürlich sein kann, dass nachdem wir in den ersten Minuten zwei sehr selbstsichere Teams gesehen haben, jetzt kommt kurze Diskussion auf dem Feld. Britta Goldenstein scheint sich irgendwie wehgetan zu haben und zieht sich irgendwie kurz mal die Sachen aus. Also wir haben hier eine kurze Unterbrechung auf dem Feld. Aber was ich am Anfang meinte, dass diese Sicherheit, die wir von beiden Teams in den ersten 3-4 Minuten gesehen haben, die wurde ja so ein bisschen dann wackelig, als beide Teams gemerkt haben, oh, es wird ein enges Spiel. Und wir sehen jetzt, dass Münster echt gut geschafft hat, obwohl es wirklich ihre erste DM-Teilnahme ist, hier geschafft haben, sich auf so ein, sich wieder in ihrer Selbstsicherheit so zu berappeln, dass sie hier echt, echt einen geilen Ausgleich holen. Tolles Spiel, 9:9. Und deshalb, weil das Spiel unterbrochen ist, noch ganz kurz unsere kleine Frage. Wir haben jetzt mittlerweile auch einen Post auf Facebook, Hauptstadtsport TV. Falls Sie uns zuhören, klicken Sie mal drauf. Und meine Frage ist, der Schiedsrichter dieser Partie Münster gegen Hamburg ist ja Ake Hübner. Und warum pfeift er das Spiel um Platz 3 und nicht das Finalspiel als Sportwart des Lacrosse-Verbandes Hannover gegen München? Warum pfeift er nicht Hannover gegen München im Finale, sondern dieses Spiel? Ich weiß, eine schwierige Frage, aber es sind ja viele Lacrosse-Experten in der Welt da draußen zu Hause, vielleicht auch viele aus Hannover, viele, die den Arke kennen. Ich weiß gar nicht, ob du die Antwort weißt? Ich weiß die Antwort natürlich. Okay, du weißt die Antwort natürlich. Falls Sie die Antwort wissen, ich mache mir jetzt einen Spaß drauf, bitte kommentieren Sie es doch einfach bei uns rein und dann laden wir Sie noch spontan zu den Finals ein. Also, vielleicht wissen Sie es, wir würden uns sehr, sehr freuen. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Danke, Andrea. Ja, wir sehen gerade, wir sind hier multi-channel-mäßig unterwegs. Also neben uns liegt unser Tablet und unser Smartphone. Und Annie aus Lübeck hat uns gerade auf Facebook geschrieben. Danke, Annie, dafür. Dass Münster natürlich 2006 schon mal bei der DM in Lemgo dabei war. Danke. Ja, Annie, danke. Meinst du, sie weiß auch unsere Frage? Annie weiß das, ja. Annie ist ja auch beim DeluxeV aktiv. Die ist zum Beispiel Gründungshelferin. Also wenn Sie Sportlehrer sind, Lehrerin, Mama, Papa und Sie merken, ich muss unbedingt Lacrosse in meiner Stadt größer machen, dann ist Andrea auf jeden Fall für Sie die richtige Ansprechperson, weil die besorgt Ihnen auf jeden Fall erstmal ein paar Schläger und so ein bisschen Infomaterial und gibt auf jeden Fall Starthilfe, wenn Sie irgendwie Bock haben, Lacrosse in Ihre Schule zu bringen, in Ihre Stadt. Einfach mal den DeluxeV kontaktieren, der stellt den Kontakt her. Und dann haben sie eine super coole Sportart in ihrer Stadt. Ja, warum müssen wir gar nicht fragen? Das sehen wir heute 9:9 beim Damen und
4:2 jetzt bei den Herren. Ich drehe mich gerade um. Hamburg führt 4:2. Dort wieder die 2-Tore-Führung. Aber trotzdem, wir reichen auch gleich die Torschützen nach, versprochen. Aber wie bist du, Tilly, zum Lacrosse gekommen? Ich spiele seit 2006 und kannte Lacrosse auch schon. Ich weiß gar nicht mal warum. Und saß in Bremen in der Schule neben einer, die ein, wie nennt man das, Hausaufgabenheft hatte, wo einfach ein Lacrosse-Sticker drauf war. Und dann habe ich gemeint, ob ich mal mitgehen kann. Ich war gerade ich bin da zu dem Zeitpunkt gerade nach Bremen gezogen gewesen und hatte aufgehört, Hockey zu spielen, hatte aufgehört, Basketball zu spielen und wollte unbedingt wieder einen neuen Sport machen. Dann bin ich zum Lacrosse gekommen und spielt seitdem. Also es geht dann auch, zu meiner Zeit ging das dann auch recht schnell noch Nationalmannschaft zu spielen. Also ich habe dann U21 gespielt, zusammen unter anderem mit Nora Ulrich und Jana von Beschwitz, die ich vorhin schon ein bisschen erzählt habe. Ah, Britta kommt wieder aufs Feld. Deshalb da der Applaus. Also durch einen Sticker zum Lacrosse und ja. Ich hoffe für Sie, für Britta geht es weiter. Es wäre ganz, ganz wichtig für Hamburg, beziehungsweise wenn sie jetzt nicht weiter hätte spielen können, ein herber Verlust. Ja, ich weiß, dass Britta momentan so ein bisschen Schulterprobleme hat. Deswegen auch das ganze Getape da um sie herum. Aber Bob Ekins hat gestern schon gesagt, die Physios machen hier wirklich eine super Arbeit. Wir haben gerade gesehen den Physio bei Britta und jetzt zieht sie das Trikot wieder an. Das gibt mir noch ganz kurz die Gelegenheit, weil ich habe sie ja aufgerufen zu unserer kleinen Quizfrage. Und wie spricht man das aus? Beth Cook? Il Luca? Ich weiß nicht, ob das ist das ein ist das Beat Hook? Beat Hook. Beat Hook. Luca. 4 Striche Luca klingt halt für mich wie ein Nickname. Okay. Er schreibt nämlich, die Frage war ja, warum pfeift Ake Hübner dieses Spiel und nicht das Finalspiel Hannover gegen München? Die erste Antwort ist, weil er Hannoveraner ist, noch etwas zögerlich. Ja, aber es gibt noch einen zweiten Grund. Was ist denn der zweite Grund? Ja, das kann ich ja nicht sagen. Also. Ach, dann kannte ich auch nur einen Grund. Okay, dann verschärfen wir dann doch nochmal die Regeln. Vielleicht kenne ich noch einen zweiten Grund. Vielleicht kennst du noch einen zweiten. Also er ist Hannoveraner, ja, das ist ein Grund. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, der auch was mit der Mannschaft in Hannover zu tun hat. Wir lösen es auf jeden Fall noch auf, sollten Sie bei uns auf der Kommentarfunktion es nicht herausgefunden haben. Ich bin gespannt. Und vielleicht nochmal an Beth Cook. Vielleicht noch ein bisschen nachforschen und vielleicht wissen es ja dann noch die anderen. Genau, ich fühle mich auch so ein bisschen wie eine In-Touch-Reporterin, weil es ist so ein bisschen Gossip-mäßig, oder? Also, weil ja, es absolut. Hat natürlich mit einer Spielerin zu tun. Ja. Aber ich sag nicht mit welcher. Ah. Und warum eigentlich? Das ist jetzt die Frage, die Sie beantworten müssen. Also, Hauptstadt Sport TV bei uns auf Facebook. Verfolgen Sie den Link weiter, können Sie sich mal rausklicken. Ja. Jetzt geht es aber erstmal hier weiter. Wir haben noch 19 Minuten zu spielen. Die Herren spielen auch noch munter weiter. 4:2 die Führung dafür Hamburg gegen Köln. Und 9:9 steht es hier Münster mit einer Klasse erst zweiten Halbzeit und einer 3-Tore-Aufholjagd in den ersten 10 Minuten dieses zweiten Durchgangs hier im Spiel um Platz 3. Genau, falls Sie sich nochmal interessieren, das 3:1 in der Partie Hamburg gegen Köln hat Adam Ekins geschossen. Es ist kein Zufall, dass er auch Ekins heißt. Er ist der Sohn von Bob Ekins, der hier gerade bei dem Damenspiel auf der Hamburger Seite coacht. Das 2:3 für Köln schoss Marc Brandenburger und das 4:2 nochmal Adam Ekins. Und das sind auch die Torschützen. Wir hatten Spiegel noch dabei, der das 2:0 gemacht hat. Das sind auch die Torschützen, wenn Sie mal gucken, bei den Herren, die natürlich zu den Topscorern auch in der Liga zählen, die hier ihre Teams in Führung geschossen haben bei Hamburg. Da winkt also bis jetzt der dritte Platz. Aber wir haben es gesehen, wie schnell so eine 2-Tore-Führung beziehungsweise beim Spiel der Damen 3-Tore-Führung weg sein kann. Ui, das ist aber schade. Also da hat Münster jetzt gerade versucht, so ein bisschen den Ball weg vom Druck zu passen. Den Ball weg vom Druck zu passen. Haben dann versucht, als quasi so ein bisschen Hintertürpass Marietta am Tor zu benutzen. Pass war leider ein bisschen zu schniedrig, sodass sie ihn nicht bekommen hat und es ausgegangen ist. Und Shooting Space, toll gesehen von Nathalie.
Sonst wäre es ja knapp da durch gewesen. Genau, also da kriegt man manchmal auch ein bisschen Schiss, wenn jemand so mit vollem Tempo rein und du siehst, da steht jemand ungeschützt vor der Schützin. Toller Safe. Es wäre ein bisschen zu aufgeregt, den Schuss machen zu wollen. Also wir merken auch jetzt auf jeden Fall Spannung, Druck, auch vielleicht ein bisschen Angst auf dem Feld, einfach weil es jetzt 9-9 steht. Und wir merken auch eine Marietta Gedding im Tor der Münsteranerin. Viel präsenter jetzt viel auch. Viel präsenter, ne? Absolut. Die ganze Defense gefällt mir im zweiten Durchgang besser. Haben sie toll umgestellt. Ein bisschen harter Check von Aline, das hat Angelie auch gleich gesehen. Was man halt, was Münster jetzt gerade ein bisschen versucht, ist halt die Seiten zu wechseln, wenn so viel Druck von Hamburg kommt. Also den Ball laufen zu lassen, weil der Ball ist in jedem Fall schneller als Hamburg. Und einfach lange Pässe zu spielen, schnelle Pässe. Und das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Münster ist einfach so sicher, so erfahren untereinander, dass die einfach wirklich harte, schnelle Pässe, die kommen eigentlich auch an bei denen. Jetzt aber wieder Svea Knapp mit viel Grün vor sich. Die hat Platz. Mhm. Und die zieht auch durch. Sehr viel Platz. Also, ja, schade. Da hat sie sich jetzt rausgecradelt selber. Also nicht mal durch Fremdverschulden. Also von Cradeln sprechen wir, das war ein ganz schön harter Check und Antonia hält sich den Mund. Ich muss jetzt mal den Mundschutz da rausnehmen, aber scheint nichts passiert Mundschutz zu sein. Mundschutz ist nicht kaputt. Genau, also diese wiegende Bewegung, die Spielerinnen vor ihren Gesichtern machen, nennen wir Cradle. Das ist Physik im Alltag, also der Ball wird durch dieses, durch das hin und her bewegen, in den Schläger gedrückt, sodass man auch bei schnellem Tempo den Ball drin behält und unter Kontrolle. Antonia, die dreht auch nicht mehr durch bei Toren. Die ist einfach so routiniert mit als Torschützin, dass sie da ziemlich cool ist dabei. Antonia Garbe, wir haben es ja gesagt, 58 Tore in dieser Saison. Genau. Und dabei war das jetzt ein super wichtiges Tor, ne? Sie hat ja ihre Mannschaft wieder in Führung gebracht. Aber also vielleicht ist es auch ganz gut, dass sie jetzt so cool bleibt und sich nicht so reinsteigert, einfach um die Ruhe zu haben. Haben sich ja beide schon auch in den Playoffs getroffen, die beiden Mannschaften. Übrigens da 20-9 der Endstand für Hamburg. Das war ein deutlicher, ne? Es war ein deutlicher Sieg. Kann auch heute passieren, es steht 10-9. Ich glaube es überhaupt nicht, weil die Münsteranerinnen gefallen mir richtig gut. 9 Tore damals, aber auch Antonia Grabe. Ja, und Maximilian hat ja vorher auch, als wir ihn kurz interviewt haben, gemeint, 3 times a charm, habe ich das jetzt richtig gesagt? Das hast du richtig also, gesagt. Also, wie sagt man im Deutschen? Da gibt es doch auch 3-mal, keine Ahnung. Also sie sind jetzt inzwischen, treffen die das dritte Mal quasi eigentlich in der DM-Vorbereitung aufeinander. Wie gesagt, in Pfingsten, an diesem International Tournament, dann in den Playoffs und heute hier bei der DM beim Spiel um Platz 3. Und er hat selber gesagt, es ist einfach eine kontinuierliche Verbesserung, kontinuierliche Steigerung seiner Mannschaft. Ja, und im gleichen Zug hat Bob Eakins gesagt, die sind bestimmt besser eingestellt auf uns als wir auf sie. Und deshalb kann das hier ein ganz gefährliches Ding werden für Hamburg. Ja, aber so eine Pässe können sie eigentlich nicht machen, also so eng am Crease lang diese Pässe zu machen, um den Pass vors Tor zu bringen, weil einfach Britta da viel zu fit ist. Sie ist viel zu aufmerksam. Und ihr Schläger ist einfach auch zu groß. Die holt sich da alles, was irgendwie in einem Radius von 4 Metern um ihr Tor ist, fängt sie ab. So, wir haben auch wieder ein bisschen Feedback auf unserer Facebook-Seite erhalten. Erstmal hat Annie dir Herzchen geschickt. Na, danke. Also sie hat sich sehr, sehr gefreut. Dann haben wir die nächste Antwort von Carina Zacharias. Arke Hübner ist Trainer in Hannover. Ja, ist auch richtig. Das ist der eine Grund. Noch einer. Das war nicht mal der Grund, den ich meinte. Es gibt aber noch, du hattest ja gesagt, es hat was mit einer Spielerin zu tun. Vielleicht plaudere ich jetzt auch schon Geschichten raus. Ich weiß es nicht. Also, du meinst, es ist noch nicht offiziell. Er hat es mir aber gesagt. So, mehr kann ich dann auch nicht sagen. Also, es hat was mit einer Spielerin zu tun. Überlegen Sie noch mal ein bisschen. Und dann haben wir auch die zweite Antwort dazu. Und wir wissen jetzt auch, wie Bess Cook Luca heißt, nämlich einfach Luca. Und du hast es richtig gesagt, Bess Cook ist ein Nickname. Und sie sagt auch, es ist der Trainer von Hannover. Ja, ist alles richtig, deshalb pfeift er nicht, aber es gibt noch einen zweiten Grund und den wollen wir jetzt von euch wissen. Wir wollen den Gossip-Grund. Denkt mal ein bisschen versauter. 10-9.
Und nein, es ist nicht, weil er mit Hannes zusammen ist, dem anderen Trainer von Hannover. Was du alles weißt. Was ich alles weiß. Nee, es stimmt ja nicht. So, wir freuen uns gerade, die Sonne kommt raus, es wird wärmer und die Hamburgerinnen im Ballbesitz und machen toll. Jetzt wieder da weiter, super, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. 11:9 in einer Phase, in der die Münsteraner Mohawks eigentlich die bessere Mannschaft waren. Ich glaube, man merkt es mir auch immer an, ich freue mich wirklich über diese Tore, die zusammengeschossen werden. Laura Prim war die Schützin und den Assist hat Antonia gemacht, Antonia Gabe. Ich glaube, da freut sich auch ein bisschen, dass zu ihrer Statistik der selbstgeschossenen Tore auch noch ein paar Assists mehr dazukommen. Also mir kann kein Sportler sagen, wenn man nicht irgendwie nach so einem Turnier dann nochmal die Livestream-Seite aufruft und guckt, wie viele Tore habe ich im Endeffekt gemacht. Das ist natürlich auch, was oft erwähnt wird und deshalb, klar, freut sie sich, hier Tore zu schießen. 11:9, zwei Tore vor, also wieder Hamburg bei den Herren. Auch zwei Tore vor, dort steht 4:2 für die Hamburger. Deshalb nochmal Moin Moin nach Hamburg, neben Berlin auch mit einer der schönsten Städte. Münster ist ja bekannt als Fahrradklaustadt, haben wir aber auch schon alles durch. Aber ich glaube, liebe Münsteranerinnen, das wisst ihr selber, da ist es gut, dass man vielleicht mit einem Lacrosse-Schläger zum Training fährt, dann kann man sich ganz gut verteidigen. Meinst du, die werden geklaut, während man drauf sitzt? Ja, obwohl sie können sich ja noch viel vom Trainer abgucken, von Maximilian Strunk. Der hat nämlich, was Reiseerfahrung angeht, eine Menge zu erzählen. Lange in Konstanz gelebt und er hat uns erzählt, er ist immer nach Prag gefahren. Zum Boxlacrosse-Spielen, ne? Wahnsinn. Ja. 8 Stunden hat er gebraucht, musste erst nach München fahren mit einer Mitfahrgelegenheit. Und Sie müssen sich das vorstellen, als Lacrosse-Spieler hat man ja eine Menge Gepäck dabei. Besonders als Männer-Lacrosse-Spieler. Also wenn Sie es jetzt schon mal ein bisschen verglichen haben, wir Damen-Lacrosse-Spielerinnen sehen eher aus wie Hockeyspielerinnen, also ein Rock meistens, Mundschutz ist Pflicht. Viele Spielerinnen tragen heutzutage Schutzbrillen, einfach auch, weil ein Schaft auch hart ist und weil sie vielleicht schon mal was ins Gesicht bekommen haben und dann einfach keinen Bock mehr drauf haben, nochmal was abzubekommen. Manche tragen ihn wirklich präventiv, haben noch nie was abbekommen. Und die Männer sind wirklich Vollschutz mit Helm, mit Ellenbogen, Hand, Rippenschutz und halt dem Eierwärmer, Eierbecher, ganz wichtig. Vielleicht Schutz? Schutz, genau. Also er wärmt zwar auch, aber er soll genau, also entsprechend ist die Tasche bei den Männern immer eigentlich größer. Und wenn man dann auch noch Longstick spielt als Mann, was man natürlich beim Boxlacrosse nicht tut, braucht man wirklich bei Reisen ein Auto, in das der lange Schaft auch passt. Und wir sehen das Tor. Wir sehen das Tor wieder. Carina Bernhards, 11:10, der Anschlusstreffer für Münster. Also es bleibt hier im selben Rhythmus, es bleibt spannend. Aber bis jetzt immer noch die Hamburgerinnen in dieser Partie die Nase vorne. 12 Spielminuten haben wir noch in dieser Halbzeit. Und die ist völlig offen. Ja, nochmal auf die Sache zurückzukommen. Maximilian Strunk, gerade nochmal angefeuert. Der musste eben dieses ganze Gepäck immer 8 Stunden lang von Konstanz nach Tschechien mitnehmen, mit Mitfahrgelegenheit, mit Fernbus. Und dann kommen schon einige Reisekilometer zusammen. So, den Draw für niemanden in diesem Falle. Es geht weiter mit Ballbesitz Münster. Genau, aber um Lacrosse zu spielen, muss man nicht nach Tschechien fahren. Das Gute liegt doch inzwischen so nah. In jeder großen Stadt gibt es eigentlich inzwischen Lacrosse. Und auch in kleineren. Ich weiß gar nicht, wie groß Münster ist, aber es ist bestimmt nicht so groß. In Osnabrück, in Niedersachsen passiert gerade wirklich viel. Und auch in Rostock und Lübeck. Also eigentlich kann man von den Bergen bis ans Meer kann man in Deutschland Lacrosse spielen. Und man kann es auch hier in Berlin. Tolle Organisation bei der Lacrosse. Deutsche Meisterschaft der Damen, Frauen und der Herren. Und jetzt Andrea Niehoff. Da kommt die Flagge. Oh, schade, dass sie das nicht genutzt hat. Oh, das wäre das 11-11. Das wäre das 11-11 gewesen. Und es kam vor allen Dingen dadurch, dass sie von Finja Weber ziemlich hart angegangen wurde in der Defense, kam die Vorteilflagge. Und wenn sie beschlossen hätte, nicht zu schießen, hätte sie jetzt eine Free Position geschenkt bekommen. Denn wenn der Angriff abgebrochen wird, bekommt man den Pfiff für eben dieses Foul, für das man den Vorteil laufen lassen hat, bekommen hat. Aber das, ich glaube, sie hat sie nicht gesehen. Aber schade. Aber toller Pass wieder in die Mitte. Das können die echt gut, so dieses Pass von außen in die Mitte. Was natürlich auch darauf hinweist, dass Hamburg da manchmal ein bisschen schläft, die Person in der Mitte auch zu identifizieren, ne, dass sie frei steht.
da haben die Münsteraner einen Blick für. Also das 11-11, also der erneute Ausgleichstreffer, was ja wirklich verrückt ist heute hier, der liegt wieder in der Luft. Es geht weiter mit Ballbesitz. Ja, wir machen den Throw. Schiedsrichterball. Genau. Mit Nora Ulrich und Svea. Genau, jetzt bekommt ihn aber Nora, weil Svea zu früh losgelaufen ist beim Throw. Throw ist so ein bisschen wie beim Bully beim Hockey. Schiedsrichterball hast du es genannt, das war ein gutes Wort. Und Nora Ulrich macht es mal alleine, aber ganz, ganz klasse gehalten. Also da ist die Schulter wieder fit, würde ich jetzt mal so sagen, bei der Britta. Super, wie sie da den Schläger hochreißt. Münster weiter Ballbesitz. Ah, ungeschlagen. Na, den haben Sie wahrscheinlich schneller gesehen als wir, weil die Zuschauerränge füllen sich und wir haben ein immer kleineres Sichtfeld. Aber der Antonia wurschtelt sich wieder durch. Und das ist so ein typischer Antonia-Move. Also wirklich, das ist so cool, wie sie das macht. Also, dass sie sich da echt durch zwei Leute durchwurschtelt, ohne zu faulen. Dabei aber die Schlägerkontrolle zu behalten und dann einfach abzuschließen. Also, das, und das haben wir ja wieder mehrmals gesehen, den Intercepted Ball in der Defense und dann das schnelle Umschaltspiel der Hamburgerin über Svea Knapp. Und deshalb jetzt hier, obwohl Münster eigentlich ein Drücker war zum Ausgleichstreffer, dennoch die 2-Tore-Führung wieder mal für die Hamburger. 12-10 steht es bei den Damen. Ich drehe mich mal um. Die Männer, da wird gerade Timeout genommen. 4-2, Dankeschön für die aufmerksamen Zuschauer hier am Rande. Und jetzt der Draw gleich bei den Damen. Und wir haben eine Auflösung auf unserer Facebook-Seite. Und zwar Theresa Sophie hat die richtige Antwort, die ich zu Beginn schon haben wollte. Ich habe ja gefragt, Arke Hübner, warum pfeift er das Finale nicht? Hannover gegen München. Klar, er ist Hannover Trainer, aber, und das wollte ich wissen, du hast den Tipp gegeben, denk mal ein bisschen versauter, denk mal an Gossip. Na klar, seine Freundin spielt bei Hannover mit und deshalb drückt er da gleich die Daumen und ist schon ganz aufgeregt, hat er gesagt, aber hier leitet er die Partie. Wirklich eine faire Partie zwischen den beiden Mannschaften. Sehr sauber. Theresa Sophie, herzlichen Glückwunsch. Du bist eingeladen. Komm nach Berlin. Schaffst du es noch? Mitfahrgelegenheit, Blablacar, mal schnell gucken. Setz dich ins Auto, dann bist du zum Finalspiel hier. Und dann darfst du auch gerne mit uns kommentieren. Das würde ich dir geben als Preis. Mehr ist nicht drin, Tilly. Mehr war leider nicht drin. 12-10, 8 Minuten 20, Münster am Drücker. Und Judith zieht durch. Ja? Von ihr habe ich ein bisschen mehr erwartet heute. Ah. Jetzt hat sie gut gelauert da hinten, hinterm Tor. Münster weiter im Ballbesitz, Nora Ulrich. Und wieder diese von uns schon oft betonte Ruhe, die die Münsteranerinnen haben. Ne? Also die machen ja auch Druck, die Hamburgerinnen, entschuldigt bitte. Und da müssen sie ein bisschen aufpassen mit den Schlägerschwüngen, die da von Hamburg kommen. Aber Münster hat weiter noch den Ball. Wieder der Settle-Ruf von der Seite. Jetzt muss ich es machen. Kommt der, und sie macht's. Und jetzt, ja, hast du die Freude gesehen? Da bricht was aus ihr raus. 12-11. Also darauf hat sie heute gewartet, auf diesen Treffer. Anschlusstreffer. Hier eben vielleicht die Schreie gehört. Die Herren. Werfen auch munter Tore. 5-2 die Führung der Hamburger gegen die Kölner. Und so langsam, aber sicher müssen wir in die Domstadt sagen, die Hamburger sind hier das bessere Team und nutzen die Chancen besser. Der Torschütze, den reichen wir sofort nach. Ich glaube, unsere Deluxe-V-Seite ist überlastet, weil wir einfach so viele Klicks haben. Genau, wir sehen Münster gegen Hamburg, gerade das dritte Timeout in dieser Partie genommen. Ich muss ja ehrlich nochmal sagen, weil ich mich gerade umdrehe hier, die Fanbase der Hamburger. Es ist zwar ein sommerlicher Tag, aber dass man oberkörperfrei schon hier steht, das ist wirklich Respekt. Aber die einen Herren haben ihr Bierchen in der Hand, oberkörperfrei. Zeigen, was sie haben. Das ist mal mehr, mal weniger, aber das lenkt die Spielerinnen hier nicht ab, die sehen das gar nicht. Trotzdem die Hamburger Fanbase, da Respekt. Grüße also nochmal nach Hamburg. Die Herren führen 5-2 im Spiel um Platz 3. Bei den Damen hier gegen Münster,
Die Hamburgerinnen auch noch die Nase vorne, aber nur ganz, ganz leicht. 12, 11, 47 haben wir hier noch. Bei den Herren ist es noch ein bisschen länger. Genau, und der Schütze in der Partie Hamburg gegen Köln war für Hamburg Kilian Bombosch. Zweites Tor in der Partie. Zweites Tor also für Kilian. Und wir sehen hier den Draw. Da wird noch ein bisschen gespielt, das Röckchen mal hochgezogen. Ah, das gehört alles dazu zum Damenlacrosse. Jetzt aber wieder ernst. So, Hamburg wieder viel galliger da. Die wollen auf den 13. Treffer gehen. Genau, Münster macht jetzt auch mehr Druck mit der Folge, dass es halt jetzt doch ab und an mal zu einem Foul kommt. Bisher haben die ja immer sehr sauber gespielt. Aber Spannung steigt natürlich auch, ne? Jetzt geht es in die heiße Phase, da hast du absolut recht. Die Frage ist, was hat Münster noch drin? Was können sie da in der Defense noch leisten? Ein bisschen wenig Hilfen jetzt hier gerade auf Hamburger Seite. Also Emma war jetzt gerade, Sophie war jetzt gerade ein bisschen unter Druck und man hat wenig gesehen, dass die anderen Hamburgerinnen Mitspielerinnen ein bisschen geholfen haben. Also sie müssen sich auch wieder noch ein bisschen jetzt zwingen, wirklich die letzten 7 Minuten durchzuziehen. Es sind die letzten 7 Minuten der Saison. Danach geht es in die Sommerpause. Bob hat uns ja ein bisschen erzählt, was dann so auf dem Plan steht. Erstmal nichts, glaube ich. Pause. Erstmal Pause. Es war eine anstrengende Saison für beide Mannschaften, natürlich. Und dann fahren ja auch Mädels noch zu den WMs bzw. zur EM. Dann haben wir die Schottland U19. Okay, wir sehen, da cuttet Antonia zur Mitte und versucht da zu schießen. Das fand ich gerade ziemlich mutig, sah nämlich aus, dass das ziemlich voll vor ihr wäre. Der Pfiff klang, als ob es eine Karte wäre, es ist aber nur ein Foul. Es war ein sehr lauter Pfiff von Arke. Nur ein Foul. Wundert mich jetzt, weil ich hatte eigentlich gedacht, Nora hat da den Ball, hat sie auch noch. Ja, aber ein sehr deutlicher Pfiff von Arke, also es muss schon ein bisschen härter gewesen sein. Das, oh, das ist schade, dass sie da den Ball nicht unter Kontrolle bringen kann. Jana von Beschwitz. Foul wird hier gefordert. Und so langsam aber sicher blicken wir auch immer mehr auf die Zeit. 45 sind noch zu spielen. Ein Tor vor Hamburg. 12-11. So, wer ist jetzt galliger? Wer will hier nochmal bei Hamburg vielleicht den 13. Treffer machen? Lea Zwer knapp läuft da ein. Langer Antonia Ballbesitz. Mit Zug. Schade, leider daneben. Aber weiter im Ballbesitz. Weil Sophie den Ball hinterhergerannt ist und damit die nächste zum Ball war, als er die Grundlinie überrollt hat. Also Münster muss ein bisschen mehr jetzt rausrücken, da die Defense organisieren. Zeit läuft weiter, 4:40. Boah, ist das spannend jetzt gerade in den Schlussminuten im Spiel um Platz 3 bei den Frauen. Ich kann Ihnen sagen, hier sitzt keiner mehr außer wir und der Techniker. So, und jetzt Münster wieder im Ballbesitz. Und jetzt die Chance, wenn sie es klug spielen, die Chance auf den Ausgleich. Also Hamburg erhöht auch den Druck gerade ziemlich stark. Also was wir schon seit Anfang der zweiten Halbzeit sehen, ist jetzt sehr, sehr früh im Mittelfeld drücken, dass er mit dabei gar nicht mehr in die eigene Hälfte kommt, sondern in sie so früh wie möglich zurückkommen, um den nächsten Torschuss zu wagen. Schön sich da rausgedreht, Jennifer. Da kommt der Ruf vom Coach. Ich höre nur Jenny, Jenny, Jenny. Ich denke, jetzt kommt nochmal eine Ansage. Und bei den Herren scheint gerade ein Tor gefallen zu sein. Passt gerade ganz gut, weil bei den Hamburgern ist gerade irgendwie so ein bisschen Pause. Die spielen so ein bisschen die Zeit runter. Falls Sie sich wundern, und es kommt auch immer so ein bisschen der Ruf von der Seite, Stalling. Es gibt kein Zeitspiel bei den Damen. Stalling! Genau. 3:30 jetzt noch. Ja.
Jetzt auch der Hinweis an sein Team, Maximilian Schrunk hier, macht mal ein bisschen Druck. Ihr wollt hier noch den Ausgleichstreffer. Wäre ja knapp, aber jetzt wieder am Ball. Und die Uhr läuft runter, ganz, ganz bitter für Münster derzeit. Immer noch im Rückstand, Hamburg am Ball, 3 Minuten noch. Und da kam der Flaggencall. Also es gab auf jeden Fall einen Foul. Sie hat Possession vom Ball behalten, den Angriff dann aber abgebrochen. Kommt jetzt den Ball in der Mitte. Ich nehme an, dass er einfach in die Mitte passen wird und zu viel verwandelt. Ah, nee. Sie nimmt ihn erstmal mit und geht wieder auf Zeitspiel 2:40. Ich nehme an, die Ansage ist jetzt ruhig zu machen. Ich hoffe, dass hier aber Münster nochmal den Ball bekommt. Einfach um. Oh, das war klasse gehalten. Das war, hält sie damit ihrem Team hier noch eine Chance offen. Münster wieder im Ballbesitz, aber abgepfiffen. Da gab es eine Crease-Violation, das heißt, eine Spielerin ist beim irgendwie auf den Crease getreten und auf den Crease ist in the Crease und das ist halt der Bereich, der Torbereich von der Torwartin. Genau, ich nehme an, Hamburg wird jetzt wieder viel, viel Druck machen, einfach in den letzten 2 Minuten einfach Possession und Ballbesitz zu haben. Ja, Münster jetzt so aufgeregt, obwohl eben Marietta Getting ja, mit einer tollen Tat im Kasten. Und jetzt kommt Judith. Mal gucken, ich bin gespannt. Judith, der Ball reicht sie nicht. Jana von Beschwitz ist aber da. Jana, jetzt zeig, was du die Saison geleistet hast. Und auf Andrea Niehoff. Oh, schade. Da ist aber Britta wirklich weit rausgekommen. Das meine ich. Sie ist eine sehr aktive Torwartin, die nicht nur im Fuß bleibt. So, wir haben wieder die 2-Minuten-Zeit schon unterschritten. Das heißt, wir sehen jetzt nicht mehr die aktuelle Zeit. Die wird ja jetzt wieder angehalten. Deshalb Spannung pur jetzt. Aber wenn Hamburg das Ding jetzt macht und wieder Marietta Getting mit einer klasse Tat. Also die Torwarte glänzen hier gerade echt auf beiden Seiten in dieser Druckphase. Hamburg macht wieder Ruhe, aber da kommt Judith. Nochmal, wir haben keine Zeit, es ist weniger als 2 Minuten, 12:11. Holen sich die Hamburgerinnen hier den dritten Platz in einem wirklich klasse Spiel. 12:11. So, wo ist Münster? Wo sind die Mohawks? Und jetzt hier auch die Rufe. Nora, geh auf die Spielerin drauf. Geh drauf. Er zwingt noch vielleicht eine Interception hier und dann noch einen Gegenangriff. Die Hamburgerinnen gerade hier unten beim Schiedsgericht fragen nach der Zeit. 40 Sekunden hören wir gerade. Also Sie können jetzt mit runterzählen beim Livestream heute, Hauptstadtsport TV. 40 Sekunden, jetzt vielleicht 35 Zeit angehalten. Genau, also wir wissen, es sind auf jeden Fall jetzt 30 Sekunden, weil die Zeit ist auf dem Feld, steht neben Angelie von Oettinger, steht der Zeitnehmer. Ich werde die Stoppuhr mal mitlaufen lassen. 35 Sekunden ungefähr noch. Es sind auf jeden Fall nur noch 30, weil die Zeit kommt aufs Feld, wenn 30 Sekunden um sind. Also die letzten 30 Sekunden, 12:11, nach einem klasse Spiel. Das wird mittlerweile zu wenig für einen Gegenangriff der Münsteranerin. Eben haben wir gesehen, Andrea Niehoff nochmal mit einer dicken Chance. Jetzt dürfen es noch 15 Sekunden sein. Druck auf den Ball! Jetzt zeigt Hamburg hier auch seine Sicherheit, ne? Schlägersicherheit, die halten einfach den Ball, spielen die Zeit runter. Und sie sind selber, und jetzt dürfen sie die Jubelschreie der Hamburgerinnen hören. Ein wirklich klasse Spiel geht hier zu Ende. Ein Spiel auf Augenhöhe, natürlich Freude auf der einen Seite und vielleicht nicht ganz so enttäuschende Gesichter bei den Münsteranerinnen. Aber dennoch ist man enttäuscht, weil da wäre mehr drin gewesen, vielleicht am Ende noch. Ja. Also ich meine, Hamburg hat dann viel Sicherheit gezeigt, einfach im Ballbesitz, dass sie halt wirklich auch unter Druck locker den Ball halten können und auch entsprechend einfach die 2 Minuten jetzt runtergespielt haben. Schade, dass der letzte Angriff von Andrea nicht zu dem Tor geworden ist, einfach damit es nochmal ein bisschen spannender in den letzten 2 Minuten gewesen wäre, auch für uns von der Zuschauerbank. Aber ich fand, es war wirklich ein tolles Spiel auf Augenhöhe. Münster hat sich unheimlich gesteigert, nachdem sie halt letztes Mal mit über 10 Toren Differenz verloren haben. Heute mit nur einem zu verlieren, ist wirklich ein toller Blick aufs nächste Jahr. Also ich glaube, wir sehen hier nächstes Jahr auf jeden Fall bei den Playoffs wieder. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann wieder noch ein bisschen stärker sind.
einfach, dass sie noch mal knapper wird.